Touratech. Technology made for adventure. So, herzlich willkommen auf der ALCMA in Mailand bei Touratech auf unserem Stand. Ich stehe hier schon bei einem der wirklichen Highlights, bei der neuen Honda Africa Twin. Da hatte Touratech die Chance, seit Anfang diesen Jahres schon an Zubehör mitzuentwickeln. Jetzt zur Messe können wir einiges präsentieren, vom Koffersystem über Sturzbügel, Motorschutz, über Tankrucksäcke, einiges sonstige noch. Und das Beste daran, diese Sachen werden auch zur Markteinführung der Africa Twin im Frühjahr 2016 lieferbar sein. Also wer sich für dieses Motorrad interessiert, kann auf jeden Fall jetzt schon mal im Touratech-Katalog blättern und sich sein Motorrad so ein bisschen individualisieren. Nachdem Touratech letztes Jahr ins Helmsegment erfolgreich eingestiegen ist, haben wir uns für die nächste Saison 2016 ein zweites Helmprojekt überlegt. Diesmal ist es ein Enduro-Klapphelm. Das heißt, alle Vorteile, die ein Klapphelm hat, kombiniert mit einem Sonnenschild, mit einigen Features, die man von unseren anderen Helmen schon kennt. Für mich eine tolle Sache, weil ich sehr, sehr gerne unterwegs fotografiere und auch, wenn ich einen kurzen Blickkontakt zu den Menschen auf der Reise habe, ganz gerne den Helm hochklappe. Einfach, dass man mich besser sieht, dass man mir ins Gesicht schauen kann, dass man nicht so verborgen, so weit weg von den Leuten ist. Also das für die nächste Saison, eine Zusammenarbeit mit der Firma Schubert. Von dem her haben wir dort das Know-how für Klapphelme gleich mit dazu bekommen. Ich sitze jetzt hier auf der Ducati Scrambler. Ist eigentlich nicht das Motorrad, was genau in unser Segment passt, wenn man sich aber vorstellt, dass ursprünglich mal die Scrambler in den 60er Jahren irgendwann zu Enduros in den 70er und 80er wurden und daraus dann diese ganze Generation der Abenteuermotorräder wurde, ist es für uns ein toller Schritt zurück, einfach in die Vergangenheit. Wir sind vor 6 Wochen ungefähr aufgebrochen mit einer Ducati Scrambler und mit einer Ducati Multistrada Enduro nach Albanien und haben dort mit diesem Motorrad das ursprüngliche Reisen einfach nochmal wieder erlebt. Ohne Windschutz, ohne diese perfekte elektronische Technik, aber mit wahnsinnig viel Spaß, mit Fahrspaß, mit ja, Spaß zu den Leuten. An diesem Motorrad hat Touratech jetzt einiges ein bisschen anders realisiert als sonst. Wir haben einen Tank, Gepäckträger mit Holzeinlagen drin. Wir haben einen tollen Motorschutz. Wir haben ein kleines Koffersystem entwickelt, was eigentlich aus einem Topcase besteht, was wir an der Seite montiert haben und auf der anderen Seite entweder einen zweiten Koffer hat oder wie hier die Reichweite erhöht, indem wir einen Kanister montiert haben. So, ich stehe hier an der Yamaha Tracer, ein Modell, was wir im Laufe dieses Jahres immer wieder angefasst haben, um es reisetauglicher zu machen. Wir haben Alu-Koffer, wir haben Tankrucksäcke, Sturzbügel, wir haben alles, was man wirklich für die längere Reise braucht, für dieses Modell entwickelt. Und es ist erstaunlich, wenn man mit ihr unterwegs ist, was man doch mit einem wirklich fast ausschließlich für den Straßenbetrieb gebauten Motorrad, auch auf Schotterwegen, auch wenn man so ein bisschen abseits unterwegs ist, alles unternehmen kann. 2010 habe ich die erste Generation von unserem Motorradanzug Companiero Worldwide getestet. Seither bin ich, ich weiß nicht, etwas über 100.000 Kilometer damit gefahren. Diese ganze Erfahrung jetzt der 5 Jahre, die wir dieses Produkt im Programm haben, sind eingeflossen in eine vorsichtige Modellüberarbeitung. Wir haben auch unsere Kunden noch mal mit ins Boot genommen, gefragt, was würdet ihr gerne noch anders haben? Was könnten wir noch verbessern an einem meiner Ansicht nach wirklich einzigartigen und guten Produkt? Und rausgekommen ist der Companiero World 2. Der eine vorsichtige Weiterentwicklung vom Companiero Worldwide bedeutet. Er ist von der Optik etwas moderner geworden, er ist vom Schnitt etwas lässiger geworden, das wurde immer mal angesprochen, aber er hat seine herausragenden Eigenschaften als Anzug, den man bei jeder Temperatur, bei jedem Klima verwenden kann, behalten. Das heißt, durch seine riesengroßen Belüftungsöffnungen und seine luftige Art ist er wirklich bis zu Temperaturen bis 40 oder sogar über 40 Grad toll. Und durch seinen Gore-Tex-Laminat-Überanzug wird er dann bei kälteren Klimazonen und auch bei Regen natürlich der Anzug allererster Wahl.
Es wird jeder Motorradfahrer denken, es gibt schon genug Stiefel auf dem Markt, aber wenn Touratec sich was Neues überlegt, in ein neues Segment einsteigt, dann sind da auch ganz besondere Anforderungen umgesetzt worden. Für mich war es immer lästig, zusätzlich zu den Stiefeln noch Halbschuhe dabei zu haben. Für mich war es immer lästig, keine wasserdichten Stiefel zu haben. Ich wollte zusätzlich einen Stiefel haben, mit dem man auch gut laufen kann, der eigentlich für ein Adventure-Motorrad, für eine GS ideal geeignet ist. Herausgekommen ist der neue Touratec-Stiefel Destino. Er ist ein Lederstiefel mit Kunststoffapplikationen mit 3-Schnallensystemen und er hat als Besonderheit einen Innenstiefel, der mit OutDry-Technologie wasserdicht gemacht wurde. Das heißt, der Innenstiefel macht den Stiefel wasserdicht. Bei Regen, wenn man eine Hose drüber hat, ist das absolut dicht. Und man kann diesen Stiefel, wenn man abends noch eine Runde in die Stadt möchte, von seinem Zelt weg, aus dem Hotel rausgeht, diesen Stiefel einfach als Alltagsschuh benutzen. Er hat eine vernünftige Sohle und man braucht nicht zusätzlich noch was zu mitnehmen. Ja, eigentlich fast seit Anfang an, wenn ich mit dem Motorrad auf Reisen war, habe ich wasserdichte Taschen von der Firma Ortlieb eingesetzt. Da hat immer alles gepasst. Jetzt ganz neu für die nächste Saison haben wir uns mit der Firma Ortlieb zusammengetan. Es gibt jetzt die Marke Touratec Waterproof, made by Ortlieb. Das heißt, das sind die gleichen tollen Produkte, die bei Ortlieb gefertigt werden, aber jetzt im Motorradbereich exklusiv über Touratec. Der Riesenvorteil für die Motorradfahrer, auch für Touratec, wir können jetzt unsere Ideen, unsere kleinen Verbesserungswünsche wirklich für den Motorradfahrer mit ins Produkt einbringen. Und da wird noch richtig viel unter der Marke Touratec Waterproof in den nächsten Jahren in den Markt kommen. Mit Touratec-Ideen, mit der Qualität, die man von Ortlieb gewöhnt ist. Was wir noch an neuen Sachen haben, seht ihr hier an der neuen BMW S1000 XR. Die hat jetzt schon eine Saison hinter sich. Wir haben einiges an Anfragen dazu erhalten. Was es für nächstes Jahr geben wird, sind neben Sturzbügeln, einem Motorschutz, auch ein Koffersystem, was man vielleicht an dem Motorrad nicht erwarten würde, was aber damit erst den Tourencharakter ein bisschen unterstreicht. Das Ding fährt sich natürlich auf der Straße am besten. Kleines bisschen Schottergene hat sie sicherlich auch drin. Aber für die lange Tour mit Aluminiumkoffern und mit der Touratec-Ausstattung wird daraus schon auch ein richtig cooles Motorrad. Ja, Touratec ist noch bis einschließlich Sonntag auf der Messe hier in Mailand. Wer Lust hat, sich alles persönlich anzuschauen, ist herzlich willkommen. Ansonsten, der neue Katalog kann jetzt schon vorbestellt werden. Er wird ab Mitte Januar verfügbar sein. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir ein Projekt jetzt umgesetzt haben, was wir mit Motorradreise TV gemacht haben. Der Film über unsere Neuseelandreise Wherever We Go ist jetzt als DVD beim neuen Travel Time im Heft integriert. Eine Dreiviertelstunde über die Geschichte von meiner Frau, von mir, hauptsächlich von Touratec und von unserer Reise auf Neuseeland. Das wäre was. Ihr könnt es auf jeden Fall bei unseren Shops beziehen, das Travel Time Heft, oder ihr wartet noch ein bisschen, dann können wir es euch auch zusenden.